Ja, herzlich willkommen zur Wertungskonferenz zu einem ganz besonderen Spiel, nämlich zu Divinity 2 Ego Draconis. Petra, du kannst als Haupttesterin mal kurz erklären, worum es da eigentlich geht. Ja, Divinity 2 Ego Draconis ist ein Rollenspiel mit sehr großem Actionanteil. Wenn es jetzt, sagen wir mal, in isometrischer Grafik wäre, würden wir sagen, das ist ein Action-Rollenspiel. So sagen wir, das ist ein Rollenspiel. Und man spielt darin einen Menschen, der sich so nach und nach zu einem Drachen verwandelt. Und dann auch wieder zurückverwandelt auf Knopfdruck. Und das Spiel ist klassische Fantasy, möchte ich sagen, allerdings gemischt mit augenzwinkernder Ironie und mit viel Humor und wirklich großartigen Quests. Terry Pratchett das Drehbuch geschrieben. Nicht ganz so extrem, nein, das nicht. Aber durchaus ein motivierendes und schönes Spiel. Das Einzige, was mir, oder das, was einem sofort auffällt, wenn man es sieht, das ist die nicht ganz so, sag ich mal, State-of-the-Art-Grafik. Also die Technik von Ego Draconis ist alles andere als toll, sagen wir es mal so. Dafür ist es traumhaft vertont. Ja. Also wirklich, die Sprecher sind auf Hörspielniveau durchgehend, positiv gesehen. Und die Dialoge sind auch wunderbar geschrieben. Also genau. Der Humor, den du jetzt gerade erwähnt hast, in den Dialogoptionen, steckt das alles drin. Das ist richtig liebevoll gemacht. Ein kleines Aber möchte ich aber trotzdem da sagen. In 2 Stunden habe ich schon mehrere Charaktere erlebt, die dieselbe Stimme haben, also die haben weniger Sprecher als Figuren im Spiel und das hat mir dann so ein bisschen auf die Atmosphäre geschlagen. Der Gothic-Faktor. Ja, es fällt nicht ganz so extrem auf, das liegt aber auch daran, dass wirklich jeder Mensch, also sagen wir mal nahezu jeder Mensch, jedes Wesen in diesem Spiel eine Stimme hat. Mhm. Ob du die anklicken kannst und mit denen Dialog führen kannst oder ob die einfach nur rumstehen und du wartest darauf, dass sie was sagen. Die sprechen halt alle. Mhm. Und das ist ein Batzen an Vertonungsarbeit, der da drin steckt und für jeden da eine eigene Stimme, da brauchst du eine ganze Kleinstadt für. Also jetzt haben wir gesagt, Grafik eher mau, also zumindest nicht zeitgemäß, aber ganz hübsch umgesetzt. Die Zaubereffekte sind ja ganz schön, Menüs und so, das ist alles toll. Ja, die Stimmung auch. Aber die Grafik selbst ist nicht auf dem neuesten Stand, aber Vertonung erstmal super. Ja, fantastisch. Ich meine das mit den doppelten Stimmen, manche helfen sich dann, indem sie einfach gar nichts vertonen oder nur zehn Personen. Das ist ja ein kleines Aber, ja. Genau. Abgesehen von der technischen Seite, wie spielt sich denn das Ding jetzt? Ich finde es wahnsinnig intuitiv. Also man kommt da rein, das Spiel hat ein offenes Charaktersystem. Das heißt, also du musst dich nicht am Anfang festlegen für einen Pfad oder sonst irgendwas, sondern du kannst richtig rumexperimentieren. Das heißt, ich kann Magier, Kämpfer, Fernbogenschütze sein? Alles oder? Mischen. Du kannst nach Lust und Laune kannst du mischen, in der Tat. Es ist natürlich so wie in jedem Rollenspiel auch, dass man vielleicht mal den einen oder anderen Skill, den man häufiger braucht, entsprechend nach oben zieht, über Levelaufstiege. Klassisch halt also. Aber man hat auch Raum zum Experimentieren. Also ich habe mit meinem Testhelden Stufe 33 gehabt am Ende und da hatte ich schon einige Möglichkeiten, da mal den Pfad einzuschlagen, mal den Pfad einzuschlagen. Also mal zu sagen, ich mache ein bisschen mit Dämonen, ich mache ein bisschen mit Zaubern und ich mache ganz viel mit Draufkloppen. Ist auch vor allen Dingen schön, weil du schon von Anfang an siehst, was kann ich im Verlauf alles lernen durch dieses extrem umfangreiche Talentbaumsystem. Und du kannst auch immer anschauen, was bringt mir das Ding, was bringt es in Zukunft, durch ein kleines Filmchen auch, siehst du auch, was es bringt, statt einfach nur einen Text zu lesen. Also da die Vorausplanung für die unterschiedlichen Möglichkeiten, die finde ich schon toll. Mhm. Wobei, es ist für mich noch ein bisschen zu leicht, egal welchen Pfad du gehst. Richtig. Das wollen sie ja noch ändern, ne? Genau, in Patch, genau, da am genau. Release-Tag erscheinen soll. Trotzdem momentan, ich bin jetzt Level 16 oder 14 oder 14, sowas, genau. Und ich mache Level 16 Gegner im Vorbeigehen fertig. Richtig. Also der Schwierigkeitsgrad ist grundsätzlich bis auf wenige Ausnahmen zu niedrig. Aber wie gesagt, Larian, wie du es schon erwähnt hast, Larian möchte zum Release-Tag einen Patch liefern, der den Schwierigkeitsgrad nochmal anhebt. Larian ist der belgische Entwickler des Spiels. Genau, exakt, genau richtig. Mhm. Per Patch den Schwierigkeitsgrad anheben, erwartet uns da die Bughölle auf Erden? Nein. Weil also, wenn ich schon höre, der Schwierigkeitsgrad wird zum Release direkt gepatcht, anstatt dass es direkt richtig releasen, frage ich mich natürlich, oh, was geht da noch alles schief? Nee, also 50 MB soll der Patch groß sein und das ist ja verhältnismäßig klein für ein Rollenspiel. Und die Bugs, die ich in den Preview-Versionen, ich habe ja schon einiges... Da geht es ja nicht um die Größe des Patches erstmal, genau. Sondern dass überhaupt zum Release ein Patch gibt und ein Rollenspiel. Ja, aber ich wollte kurz erklären, also welchen Umfang dieser Patch hat und ob man jetzt damit, dass man fürchten muss, man kann das Spiel nicht spielen, wenn man den Patch nicht drauf spielt. Also das ist nicht der Fall. Das Spiel hat seine kleinen Macken. Beispielsweise es stürzt gelegentlich mal ab, nicht so häufig, wie wir das von anderen Titeln kennen.
es sind kleine Mini-Bugs drin, es soll noch eine Mini-Karte eingebaut werden übrigens über den Patch, also so auch so ein bisschen Komfort noch da reinkommen, aber man kann das Spiel in der Variante, die wir hier haben und die wahrscheinlich dann auch im Laden stehen wird, als eigentliche Verkaufsversion, kann man es wunderbar durchspielen, vom Anfang bis zum Ende. Aber Stichwort Komfort, das hat es echt nötig, weil gerade auch die Karte, die du aufrufen kannst im Spiel, verzeichnet nichts. Da sind dann Türen markiert, durch die man vielleicht mal gegangen ist, oder Eingänge markiert für irgendwelche Gebäude, aber keine Wegsteine, keine NPCs, keine irgendwie diese Portalsteine, die man finden kann und mal Kennwörter nennen muss, damit man da einen Schatz kommt. All das findest du nicht, das muss man sich alles dann gesondert aufschreiben. Mhm. Und das finde ich schon sehr schwach, wenn so eine Karte einbauen muss, das auch drauf. Ja, auf jeden Fall. Die Karte zeigt auch nur die wichtigsten NPCs, also sprich die Quest-NPCs und die Hauptquest-NPCs. Und das ist ein bisschen mau in der Tat. Okay, Petra, Verständnisfrage von mir. Wir haben jetzt nicht die endgültige Version, aber wir haben ja eine Testversion. Genau. Genau, und werden wir den Patch jetzt noch bekommen? Weil wir haben ja diese Woche Redaktionsschluss. Und schätzt du das dann wertungstechnisch ein? Testest du es dann jetzt in der nicht fertigen Version? Richtig, genau. Also es wird in der nicht fertigen Version, wird die Wertung basieren mit einem Vermerk im Artikel, dieses und jenes soll noch nachgeliefert werden. Und dann haben wir im kommenden Monat die Möglichkeit, über einen Patch-Test nochmal die Wertung anzugleichen. Okay. Und das ist der Plan. Weil alles andere wäre ins Blaue geraten. Genau. Und lass uns nochmal über die Handlung sprechen. Das läuft gerade so ein bisschen nebenher, denn das ist im Prinzip mein größter Kritikpunkt am Spiel, dass es zwar an sich eine schöne Handlung hat, eben auch mit dieser Verwandlung in den Drachen, das ist mal was anderes, nur es gibt halt Stellen, da lange ich mir an den Kopf, wie zum Beispiel, dass du, sorry, so viel muss ich jetzt einfach verraten, dass du später, wenn du zum Drachenritter wirst, also eigentlich zum Bösen im Spiel, deine alten Kumpanen wieder triffst, inklusive deiner alten Chefin, also der super Kriegerin, die dich ausgebildet hat. Und die sagen dann, mein Gott, du bist jetzt unser größter Feind, wir müssen dich vernichten, und läuft weg. Die mächtigste Kriegerin läuft einfach weg und sagt, ihr drei Jungs, macht ihn doch mal fertig. Das wird vom Spiel nicht erklärt und ist einfach nur unlogisch. Das ist aber schade, weil eigentlich die kurze Zeit, die ich hatte zu spielen, haben wir gerade die Story Nebenhandlungen, also die Nebenquests und die kleinen Details am Rande, das ist die Dialoge, die man belauscht, die Optionen, die man hat während dieses Spiels, gerade das hat mich motiviert. Ja. Und dann ist natürlich doppelt schlimm, wenn dann innerhalb der Story Logikfehler drin sind. Ne? Ja, grobe also, sogar. Ja, Logikfehler, ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Logikfehler, sondern die machen es sich da einfach. Also sie haben da diese Heldin stehen und sie wissen, wenn der Drachenritter jetzt gegen die Heldin kämpfen würde, wäre er tot. Logischerweise. Und das ist kein Logikfehler, sondern das ist einfach eine schmutzige Art und Weise, Ein schmutziger kleiner Trick, aber von schmutzigen kleinen Tricks hat das Spiel nicht wenige. Okay. Aber es stört nicht weiter. Wenn jetzt, wir wollen das nicht in der Tiefe, weil wir wollen auch nicht zu viel spoilern hier und verraten und die Spannung rausnehmen, aber abgesehen auch mit den vielen kleinen schmutzigen Tricks, ich habe den Eindruck, dass dieses Spiel richtig Spaß macht. Also die Zeit, die ich gespielt habe, habe ich gedacht, oh, das könntest du jetzt noch länger spielen. Leider hatte ich nicht mehr Zeit, weil ich noch mit anderen Projekten mich auseinandersetzen muss und anderen Spielen. Aber Petra? Lass es mich so erklären. Ich habe eine Preview-Version gehabt vorletzten Monat. Die habe ich bis Level 25 gespielt und dann war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich auch keine Zeit mehr hatte und wo ein paar zu viele Fehler drin waren. Dann habe ich wieder von vorne angefangen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht fängt es ja mit einem neuen Charakter, irgendwie läuft es besser. Den habe ich auch bis Level 25 gespielt. Dann habe ich eine neue Preview-Version bekommen. Den habe ich bis Level 33 gespielt. Und den jetzigen Testcharakter auch bis Level 33. Dann war das Spiel bei 33 ist das Spiel vorbei. Praktisch. Nö, du kannst auch weiter noch leveln. Nein, aber du warst 33, als das Spiel dann vorbei war. Genau. Und ich würde sagen, das spricht ein bisschen für das Spiel und die Möglichkeiten, die man da drin hat. Man kann ja Quests auf verschiedene Art und Weise lösen. Man kann an jeder Ecke was entdecken. Man geht um eine Ecke, da ist wieder ein Dungeon. Dann steht da irgendwie ein Typ, der was von dir will. Dann belauscht du einen lustigen Dialog. Dann findest du einen Typen, der in eine Trollgrube gefallen ist. Es ist so wahnsinnig viel in diesem Spiel zu entdecken, dass man beim zweiten und beim dritten Mal immer noch mal wieder was Neues findet, wenn man da durchläuft. Also, und das ist schon echt, echt eine Menge wert. Also mehr als ein Geheimtipp? Finde ich persönlich schon. Wenn man, also das muss ich jetzt allerdings dazu sagen, wenn man damit leben kann, dass man vielleicht am Ende gerne den Monitor verprügeln möchte. Okay. Das kommt dann woher? Vom Schluss. Okay. Finale. Okay, das Finale vielleicht nicht so toll, vielleicht auch Geschmackssache, wollen nicht so viel verraten. Ja. Aber auf dem Weg dahin jede Menge Spaß für Rollenspieler, die
mögen auch, die sonst gemocht haben, für Gothic-Spieler eher? Das ist ein klassischer Gothic-Fall. Ja. Weil es ist kein hübsches Spiel, es ist ein schönes Erkundespiel, es hat eine schöne Welt, in der ich gerne rumabenteuer. Es ist keinesfalls so steril wie ein Oblivion oder ein Fallout stellenweise. Deftiger Humor. Genau, deftiger Humor, perfekt. Ja. Auf jeden Fall. Also ein Spiel, alle Leute, die gerne Rollenspiele spielen, sollten sich das definitiv angucken, unbedingt. Mhm. Divinity 2 Eco Draconis.